Herr Temming, warum Händel Arien in der Bearbeitung für Flöte? Sie haben das ja auf einer ganzen CD gemacht, The Gentleman's Flute. Warum haben Sie sich gerade die Händel Arien vorgenommen? In erster Linie, weil ich die Opern von Händel total schön finde. Und wenn man meinen CD-Schrank zu Hause anschaut, dann befindet sich dort sehr viele Händel-Opern. Und ich war immer traurig, dass ich nicht so recht singen kann. Und dann aber habe ich was entdeckt. Zu beweisen wäre. Aber das schauen wir mal. Aber dann habe ich entdeckt, dass in London im 18. Jahrhundert, zum Glück, hat man immer die Händel-Opern auf der Blockflöte gespielt. Nur als Mann allerdings. Mhm. Und ich bin ja ein Mann. Sie kommen eigentlich aus Südafrika. Ja. Sie sagen, Ihr CD-Schrank ist voll mit Händel-Opern. Unter anderem, ja. War das ein familiär schon musikalischer Haushalt? Ja, mein Vater ist tatsächlich Komponist. Meine Mutter ist allerdings Schauspielerin. Also, mhm. Das ist ein guter Kombi, glaube ich. Für einen Flötisten. Ja. Ja. Nun ist es ja so, ein Pianist hat ein Instrument, teuer genug. Ein Geiger hat vielleicht zwei. Sie haben deutlich mehr Flöten. Haben Sie einen Überblick? Leider nicht, nein. So irgendwo zwischen 20 und 30, es wechselt. Weil die Dinge müssen ja immer wieder zum Bauern und nachgestimmt werden. Aber zu Hause habe ich immer so mindestens 20 Flöten. Wie, die Flöte muss zum Bauer und nachgestimmt? Wie stimmt man eine Flöte nach? Ich dachte, also, das ist ein Stück Holz mit ein paar Löchlein. Nein, diese Löcher sind wahnsinnig kompliziert. Also die sind nicht nur einfach wie ein Bohrer in der Wand, wo man einfach reinbohrt und ein Loch macht. Sondern diese Löcher sind oben ganz groß und werden dann noch größer auf der Innenseite der Flöte. Mhm. Okay, und das ist das, was es so kompliziert macht. Ja, und zum Beispiel... Und dann muss aber nach... Mama, er hat nicht gebohrt, stimmt also beim Flötenbauer nicht. Ja, diese Flöte zum Beispiel muss eigentlich zum Bauer, aber ich habe entdeckt, sie ist falsch. Und wenn man jetzt genau schaut, da ist Tesafilm drauf, da habe ich dieses Loch etwas kleiner gemacht. Das ist ja... Also, da bastelt er mit Tesafilm an seiner Flöte. Das schockiert mich jetzt schon. Was kostet denn eigentlich so eine Flöte? Man weiß ja, also bei Geigen zum Beispiel gibt es sündteure Instrumente. Danach spielt ein Geiger, leistet sich irgendwann mal beispielsweise eine Stradivari. Ist das jetzt beim Flötisten auch so? Leistet man sich irgendwann mal so ein sündteures Instrument? Gibt es sowas? Ja, also meine Flöten ist gebaut worden von Ernst Lebeck. Das ist eine Schweizer. Und seine Flöten kosten doppelt so viel wie alle anderen Flöten auf der Welt. Und was ist das Besondere an denen? Die sind laut. Ja, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Also die sind laut und die stimmen in sich. Also es gibt ja diesen Witz, was ist schlimmer als eine Blockflöte, was sind es zwei? Zwei Blockflöten. Und leider, dieser Witz ist nicht unbegründet. Also diese Flöten stimmen in sich. Was ist das? Das ist jetzt eine sogenannte Dordrecht-Flöte. Das heißt... In Niederlanden gibt es ein Dorf, genau wo das ist, weiß ich nicht, mhm. wo die genau diesen Kopfstück gefunden haben. Und diese Kopfstück haben die nachgebaut, weil diese Kopfstück war aus Knochen. Also ich möchte auf keine Knochenflöte spielen. Mhm. Und dieses jetzt aus Pflaumenholz und ist tatsächlich eine mittelalterliche Flöte. Und klingt? Ja, das können wir ja vorzeigen. Gerne.